Hallihallo und willkommen bei Fortress Craft the Wolf mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tifra, grüß euch. Jo, jo, jo. Ja, wir waren vorher vom Werken. Ich habe Storage Chopper gebaut. Jo, jo, jo. Oje. Ungefähr 277 habe ich jetzt. Für die Lager. Zum yep. Aufbauen. Zum Beginn der Lageraufbau. So, wir werden bei mir schnell gehen und Erze nachholen und damit ihr seht, wie die aktuelle Erzproduktion ausschaut. Beziehungsweise ja, wo es stattfindet. Zinn und Kupfer werden wir der Tibra überlassen. Ja, ich laufe schon. Runter, runter, runter. Da vorne war mal Zinn. Das ist schon weg. Kupfer ist noch in dieser Etage, aber der Block ist auch schon super ausgenuckelt. So, ein Lift noch nach unten. Runter, runter, runter. Dann haben wir da mal Eisen, da hat sich nichts geändert. Das ist noch immer der gleiche Standort, wie wir es hatten. Aber ich glaube, da ist auch nicht mehr viel, oder? Der wird jetzt wahrscheinlich bald mal leer werden, ja. Was aber kein Problem so sein wird, weil wir haben genug Geisen vorkommen. Ups, Retour. Da ist ich wundere mich sowieso, dass da noch immer was rauskommt. Ja, wer weiß, das wie weit hole ich schon geht. So oft ab. Aber das ist einfach wirklich irre groß. Ja, da habe ich gleich drei Bohrköpfe angehängt. Dann geht das super schnell. Okay, dafür habe ich keinen Platz mehr. Jetzt dann wieder mit zusammenschlichten, das ganze Zeug. Ja, genau. Bin gerade dabei. So ein Fuckers. Warum macht es das nicht das System oder Gamefer selbst? Jo. Das ist wirklich Käse. So, dann auf zum Lithium. Ups. So, beim Lithium hat es jetzt was geändert. Das ist eigentlich leer geworden. Müsste da jetzt fahren. Okay. Ja, da alles voll. Von dem ja, da ist es. Mit. Da gibt es jetzt ein neues Lithium-Vorkommen, das wir gerade abbauen. Ist das wenigstens ein bisschen größer? Das ist relativ groß, ja. Und schon bin ich wieder voll. Juhu! Also war das, die ersten zwei waren auch nicht so klein, aber wir haben sehr viel Lithium benötigt. Okay. Inzwischen einmal. Das ist eher ein Material, was nicht mehr so häufig benötigt wird, aber für die Experimental-Bots brauchen wir es auf alle Fälle noch. So, den Smelter hier drinnen haben wir auch noch immer. Wir brauchen einfach irrsinnig viel Zinn. Oh, ist schon wieder voll. So, mal wieder alles zusammenschlichten. Gut. Dann haben wir das. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Straßen, die Smelterstraße, wo die ganzen Erze drin sind, das letzte Mal schon hatten. Ja, hier haben wir aufgebaut. Ja, aber ganz noch nicht, glaube ich. Na, ich glaube, die Storage Hopper sind nicht in der Anzeige gestanden. Mhm. Fuck. Okay, ich hab's gehört. Ich glaube, du hast dir was gebrochen. Da wollte ich eigentlich nicht so runter, aber ist egal, wir haben ja sowieso nach unten müssen. So, dann schauen wir gleich mal vorbei, wo wir das Crystal Deposit abbauen. Ja, wichtig für die Rohre. Ich sag's noch und fahre mich nicht. Statt dass ich mich da runter baue. Das ist die Storage Chopper Landschaft. Fürs Erste. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich das Kohlelager als erster erweitere, oder? Ja. Weil das ist ja am besten. Ich warte allerdings auf die Rohre. Yep.
zum Dazwischenhängen, meine ich. Mhm. Schon sowieso alles aus. Wir werden dann aber auch relativ viel Storage benötigen für den Aufbau der Lager. Also ein bisschen auf Vorrat kannst du da ruhig schon mal. Jo, ich verarbeite. So, abwärts geht's. Was ich an Material bekomme. Aber ich kann ja nie genug bekommen, wenn irgendwo was verarbeitet wird. Das ist super zum Zuschauen. Jetzt geht's Richtung Gold. Gold. Juhu. Jetzt haben wir das hier. Die gesamten Produktionen der Erze sind nur immer händisch zum Abholen. Wir werden aber, wenn sich's ausgeht, entweder in dieser Folge oder gleich im Anschluss in der nächsten, werden wir dann die Produktion aufbauen, damit wir beginnen können, die Rohre zu erstellen, die Transportrohre. Und sobald wir da die ersten 100 Stück haben, werden wir dann auch damit beginnen, Transportwege nach unten aufzubauen. Ja. Also bevor wir noch die Lager mit Rohre ausstatten, werden wir mal zu allen Erzen die Transportwege legen, damit wir so schnell wie möglich den automatischen Transport haben. Dann können wir uns das ersparen, da das ständige Nachfüllen. Mhm. So, das läuft gut. Das hinten auf mal abgehängt. Das sieht auch schon aus. Schauen wir mal, ja, wir müssen rauf. Nichts mehr, wenn wir da weiter nach unten gehen. Aber zu Nickel und Titanium schauen wir dann auch gleich. Und eine Folge werden wir in dieser Aufnahmesession auch machen, wo die Tina und ich ganz nach unten gehen, weil wir brauchen auch wieder Research-Punkte. Mhm. Und wir haben da unten eine Toxic-Kaverne, da werden wir die ganzen Sachen scannen. Yep. Falls du dann mit willst. Ja. Station, Holzstieg in BG. Jo. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lager war. Das Lager für die Erze und Bahn. Wie wir das gedacht hatten, aber wäre schon wieder drauf gekommen. Ah ja, doch. Von Norden nach Süden einfach eine Trennlinie freilassen. Ja. So, dann füllen wir da auf. Da kommt nur das Eisenerz rein. So, ein paar, das werde ich auf jeden Fall. Das, was ich hier jetzt mit Förderbändern mache, das soll auch irgendwann mit Rohren gemacht werden. So, aber ich habe es ja gerade im Inventar und ja, warum nicht verwenden? So, Eisen haben wir drinnen. Dann füllen wir das Zinn nach. Boah, es gibt ja nicht, wie schnell der ist. Das Zinn ist fast leer. Ah, das Zinn, sage ich, Lithium. Ich denke mir gerade hin. Nein, nein, sorry, Lithium. Ich hab's Zinn. Ich weiß nicht warum. Hm.
Ja, einen Aufsatz an höheren gibt es ja noch für das Melter, ne? Ja, den werden wir aber erst dann draufsetzen, wenn wir automatisiert sind vom Transport. Okay. Das macht jetzt keinen Sinn. So. Ja, nett. Kohle hätten wir. Außer einer von uns geht nur mehr Erze holen. Na, fad. So, dann schauen wir das gleich von unten an. Hast du einmal nachgerechnet, wie ist das Verhältnis von Erz-Storage-Hoppern zu Bahn-Storage-Hoppern hinter den Smeltern? Passt Nein, das zusammen? Nein, habe ich nicht ganz nachgerechnet. Ich glaube, da braucht man zwei oder drei für die Bahn. Okay. Aber das kann ich gleich machen. Gut. Ja. Nicht, dass man vielleicht stehen will, weil er da nichts mehr rausbringt. Ja, ja, ist mir schon klar. Wie höre ich so, dann ist Gold da rein. Und dann gehen wir gleich und holen Nickel und Titanium. Und bevor wir das abholen, zeige ich euch dann noch eine kurze Änderung, die wir hier in der Smelterstraße vorgenommen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Lithium brauchen wir noch und Gold bräuchten wir auch noch. Das sind wir noch nicht ganz voll. 14. Und zwar kommt dann hier rein Nickel und Titanium und wir haben dann gleich im Anschluss nochmal Nickel und Titanium. Das werden wir vorläufig verwenden, um den harten Maschinenblock da hinten zu erzeugen. Das Ganze wird dann irgendwann in das automatische Produktionssystem eingebaut, aber vorläufig werden wir es dann da hinten aufbauen. Es sind 29 Erzhopper, das heißt wir brauchen mindestens 7 Bahnhopper. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 2 noch dran. Okay. Das mache ich schnell, gell? Mhm. Warum 7? Er braucht 4 Bahn, 4 Erze für einen Bahn. So bin ich auf 28 und. Wenn das einmal gefüllt ist. Ja, ich brauche hier 8. So, dann schauen wir gleich nochmal zum Lithium. Übrigens mittlerweile knapp 10.000 Stück. Oh, dann gehe ich dann mit, oder? Achso, das kannst du ja zusammenfügen. Das tut sich zusammen. Ist ja nicht auf 150 begrenzt, glaube ich, ne? Nein. Im Inventar. Nein. Das steckt sich so wie die ganzen sehr Blöcke. Gut. Sehr gut. Wenigstens was. Das ist zwar nicht logisch, aber. Ja, stimmt, weil es eigentlich kein Block ist, den du so aufstellen kannst. Keine Ahnung warum. So, runter da. Dann holen wir nochmal das Gold ab, wenn wir da schon unten sind. Damit wir dann unsere Erzstraße wirklich voll kriegen. Das Gold. Momentan stehen 20 Storage-Hopper bei den einzelnen Förderern. Außer beim Zinn.
Ich glaube, da hat die Tibra wesentlich mehr aufgestellt. Das ist jetzt keine Ahnung. Ich habe gedacht, das schaut gut aus. Was aber Sinn macht auch. Ja. Das braucht man sehr massiv. Ja. Es wird abnehmen, aber das dauert noch. Und dann ist Zinn nur immer unser Hauptbedarf. So, jetzt geht's abwärts. Und zwar, glaube ich, müssen wir so rund um Block 450, glaube ich, oder so, sind wir dann unten. Tiefe. Oder sogar weiter. Also, nein, da kommt's jetzt. Genau. 455, bitte. Da habe ich wieder neues Nickel und Titanium gefunden. Ich glaube, das war bei der letzten Folge, sind uns die Sachen ausgegangen. Lithium, Titanium, Nickel. Ah, da schau her, es ist schon wieder mal leer. Echt? Na super. Und zwar ist Nickel ist leer geworden. Gut, dann nehmen wir da mal raus. Allzu viel ist es ja nicht, was man drinnen hat. So, eine hänge ich noch an eine Reihe. Da geht sich das 100 hoch aus. Größere Vorkommen gehabt. So, jetzt komme ich da mal drüber. Jetzt geht es sich 100 Pro aus. Dass das gesamte Erz in die Bahn reingeht. So, ich mach das da kurz zu. Ja, schon langsam wird es unübersichtlich da unten. Dann hilft es, wenn man so Gänge wieder mal verschließt. Zwergenbau. Ja, das nimmt schon alles gewisse Größen an. Weil wir da herunten relativ lang gebraucht haben, um das nächste Nickel zu finden. Und da habe ich einfach jeden Erzhaufen, den ich gefunden habe, mit dem Scanner wieder ausbuddelt. Und da zumindest okay. Einen Gang hingemacht. So, Eisen. Sehr gut. Das brauche ich. Gut, dann ist das Zudammer Titanium. Da ist er noch fest am Fördern. Ich hoffe, das hält auch noch etwas. Schauen wir mal, was da schon drin ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir es bei der letzten Aufnahme direkt in der Aufnahme gemacht haben, aber danach, aber ich glaube, wir haben sie eh aufgenommen. Die Tibra und ich haben auch mittlerweile den Schutz schon im Anzug und die Bildgun, die zweite. Und den Schutz gegen die Vergiftungen. Stimmt. Also zum Beispiel toxische Kavernen hat. Was sehr gut ist, weil damit können wir dann eine Reise machen. Ha, dieses Board. Haben wir das schon gehabt? Das Serverboard, wo alle Daten vom Server draufstehen. Nein, ich glaube, das war noch nicht da. Cool. Ist ja, also eine nette Übersicht. Ja. Nette Spielerei. So, dann werde ich hier mal wieder ein bisschen was einfüllen. So, dann stecken wir da das Titanium. Ja, am Anfang ist das alles, am Anfang ist gut, eine ziemliche Lauferei. Ja, weil wir halt auch keine Wege mehr anlegen mit den Förderbändern. Keine automatischen Transportwege. Aber da ist einfach das Risiko viel zu hoch, mein Halfmind. Das zahlt sich nicht aus. So, jetzt bringen wir vom Nickel auch noch mal kurz was rein. Allzu viel ist es ja nicht.
Dann füllen wir nochmal das Zimmer nach. Na bitte. Das Inventar leert sich. Ja, also ihr seht schon, da haben wir so eine toxische Kaverne, beziehungsweise kurz vorher ist die noch. Es gibt aber mittlerweile, wenn man da dann runtergräbt, den Schacht, kommt man direkt in eine toxische Kaverne und da werden wir dann auch nachher hinschauen. Mhm. So, jetzt nur mal kurz rauf, damit wir die Erdstraßen befüllen, die restlichen. Ja, meine zwei sind voll. Nachdem es Kibras Ansage war, warten wir auch auf ihre Abschlussworte. Oder? Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn wieder Informationen dabei waren, Daumen hoch, schaltet wieder ein, wenn es heißt Fortress Craft Move bei anderen Thema. Ciao! Tschüss!